Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami HD. Wir sind hier im Dorf Kamiki und haben immer noch die Aufgabe, die Hundekrieger zusammenzusammeln. Ja, ihr habt jetzt einige Tage wieder nichts von mir gehört. Ich bin allerdings wieder gesund, wohl und munter. Jetzt geht's hier weiter und wir sollten mit Chu, wollten wir reden, wenn es Nacht wird. Nee, Hayabusa heißt er, Entschuldigung. Du trägst den Hundesucher, also wirst du wissen, was das hier bedeutet. Männer legen ihre Differenzen bei Nacht bei. Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. Mann gegen Mann, Faust gegen Faust? Meinst du nicht eher Hund gegen Wolf, Pfote gegen Pfote? Lässt du diesen Armleuchter so mit dir reden, Emmy? Kampf beginnt. Ich soll ihn jetzt auf die Fresse kloppen, oder was? Okay, wir kämpfen. Du kannst zu einem Kampf einfach nicht Nein sagen, oder? Dann zeig ihm mal, was es bedeutet, der neue König im Löchergraben zu sein. Oh je, ich will gar nicht gegen Hayabusa kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Aber wir schauen uns das an. Oh! Okay, er kann blocken. Und er ist schnell. Das finde ich nicht gut. Okay, aber allerdings hat er... Ausweichen, ausweichen. Oh, oh, wow, 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 wow. Okay, da hätte ich vielleicht die Gebetsperlen auspacken sollen. Oh nein, oh nein. Er hat mit dem Löchergraben hat er meine Tinte versaut. Jetzt sind wir aber wieder voll da. Also nicht in das Loch fallen. So. Okay, jetzt macht er wieder seine schnellen Angriffe. Oh. Ausweichen, ausweichen. Wird er gar nicht grau? Jetzt wird er grau. Habe ich. Hui, das war ein bisschen komplizierter und anstrengender als gedacht. Ja, die Zeit war scheiße und Schaden war okay. Aber wir haben Hayabusa doch noch platt gemacht. Okay, jetzt musst du aber einiges erklären, Hündchen. Warum ignorierst du den Ruf der Priesterin, um auf das Fest zu warten? Ich bin nicht der echte Hayabusa. Der echte Hayabusa starb zusammen mit Mushis Vater, als sie von Monstern tief im Wald angegriffen wurden. Ich kam gerade zufällig vorbei, aber es war schon zu spät. Kurz bevor Hayabusa starb, bat er mich, Mushi zu beschützen. Er sagte vorher, dass ein böser Pfeil aus dem Himmel kommen würde. Ein Pfeil, der Mushi töten würde in der Vollmondnacht. So kam es, dass ich hier in diesem Dorf lebe. Ich warte hier auf den Vollmond während der Festsaison. Niemand bemerkte, dass ich nicht der echte Hayabusa bin, da wir von der gleichen Art sind. Die Vollmondnacht steht kurz bevor. Ich darf mich nicht von hier wegbewegen. Es ist meine Pflicht, Hayabusas letzten Wunsch vor seinem Tod zu erfüllen. Ich muss Mushi beschützen. Okay, wir haben jetzt die Perle. Loyalitätskugel haben wir erhalten. Wir haben eine Satomi-Kugel der Macht erhalten, Emmy. Was sagte er doch gleich, hat Hayabusa vorausgesagt? Irgendetwas von einem Pfeil, der Mushi töten würde? Das ist aber keine lustige Geschichte für so eine festliche Zeit. Ich hoffe, da besteht keine Verbindung zu der Legende über Orochi und dem Pfeil. So, okay. Hayabusa haben wir jetzt eingesammelt. Oh, die Musik ist hier schön, oder? Ah, so schön. So. Karte. Karte da. So, jetzt haben wir Hayabusa haben wir eingesammelt. Beziehungsweise wir haben seine Kugel. Da kämpfen wir halt einfach an seiner Stelle. Das können wir ja machen. Wir sind ja groß und stark und mächtig. Wow, ich bin mächtig. So, yam, yam, yam. Wie war das? Es waren drei Hunde noch draußen auf den Feldern?
lass uns einmal kurz hier auf die Karte blicken. Rauszoomen. Genau, wir haben jetzt noch zwei Hunde vor uns. Einmal da, einmal da unten bei dem Feld, wo wir noch nicht waren. Einmal da, weiß ich jetzt gar nicht, wo da. Aber da laufen wir jetzt hin. Überprüfe deine Position auf der Karte. Ja, habe ich getan. Danke. Alter, wie still das hier gerade ist. Achso, das ist das Sternbild, was wir gekriegt haben. Schwupp. Weil hier war nämlich nichts, soweit ich weiß. Da oben ist was. Halt! Ich will nicht kämpfen! Vor allem nicht gegen Fische! Ich mache euch alle kaputt! Kaputt! Sehr gut! Ich wollte eigentlich mit Ida reden, aber jetzt ist der weg! Wo ist er denn hin? Irgendwo da hinten. Naja, egal. Er hatte ein... Es wird Tag. Er hatte ein rotes Ausrufezeichen über dem Kopf. Und das wollte ich mir eigentlich anschauen und fragen, ob alles okay ist. Aber dann kam die blöde Rolle und hat uns angegriffen. Das finde ich nicht gut. Ups. Darf ich springen? So. War das jetzt hier? Nein, das war weiter. Dann müssen wir jetzt wieder den Weg hier über das Wasser nehmen. Ah. Ah. Ja, ich weiß gar nicht, was das, wo der andere Hund war. Weil wir sind jetzt hier schon zurückgelaufen zum Dorf Kamiki. Und wir waren ja schon in dem Agatha-Wald, oder wie das Ding heißt. Da ist dann halt die Frage, habe ich da jetzt letztes Mal was gesehen? Einfach, weil ich halt backtracken wollte und halt im Dorf Kamiki anfange, oder? Ach, das war doch da mit der Trulla, mit dem Wasserfass, die den Sake braut, oder nicht? Aber wir haben noch keinen Wasserpinsel. Wir können da ja noch gar nichts machen. Dann muss ich doch bestimmt irgendwo was verpasst haben, oder? Mal wieder. Ich verpasse irgendwie in dem Spiel so viel. Hopp. So, wir gehen nochmal ganz zurück zu der Priesterin. Weil ich war der Meinung, dass ich da, glaube ich, ein Gebiet noch nicht angeschaut habe. Aber ich kann mich auch irren, aber wir gehen da einmal fix zurück. Wenn da nichts ist, dann gehen wir in das, da wo der Typ seinen Bambus herkriegt. Da ist ja auch noch was. So. Weil da vorne ist der Junge, der hat schon wieder seinen Hund verloren. Und der sagte ja, ich soll... Ich muss da lang. Der sagte ja, ich soll dann halt mit der Trulla reden, die an der Quelle steht. Und die will ja Wasser in ihren Dingsbums haben. Aber das können wir ja noch gar nicht machen, weil ich kann ja nichts mit Wasser machen. Deswegen halt jetzt meine Vermutung, dass ich da oben irgendwie am Tempel oder irgendwo was vielleicht verpasst habe. Deswegen, wir schauen da einmal fix nach. Und wenn nicht, dann gehen wir halt rüber zur Ebene und holen Bambus. Das ist doch gute Idee, oder? Richtig gute Idee. Da, zum Dorf Kusa will ich nochmal. Lauf, 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 lauf. Weil hier... Genau, da vorne war jetzt nochmal der andere. Da war das Dorf, da drüben. Und wenn es Nacht wird, müssen wir auch nochmal hier zu dem... Da zu den gruseligen Menschen. Da will ich auch nochmal hin. Bei der, die sollen ja auch irgendwas haben. So, einmal zum Dorf Kusa.
Lauf, 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 lauf. Oh nein, meine Nase juckt. Oh nein. Nase kratzen, Nase kratzen. So, okay. Ja, Erkältung ist zum Glück wieder weg. Ich bin jetzt wieder voll fit. Und habe auch wieder mehr Motivation, hier wieder mit euch dieses wundervolle Spiel ein bisschen weiterzuspielen. Weil ich habe auch echt keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Also wir sind jetzt... Ja, das ist jetzt hier der 21. Part, den ich hier, glaube ich, habe. Irgendwie sind es 10,5 Stunden in-game. Ich habe keine Ahnung. Aber wir spielen das auf jeden Fall durch. So viel ist sicher. Genau, da hinten. Weil da vorne, ihr könnt das immer nicht sehen, wenn ich da drauf zeige. Aber ich werde es euch zeigen, was ich meine. Weil wir waren jetzt nur bei der Priesterin mit ihren Hundis. Und ich war der Meinung, dass es dahinter noch weitergeht. Da der Tempel, der ja versiegelt ist oder sowas. Oder wo halt der Wind nicht mehr weht oder sowas. Nee, darüber nicht. Da hoch. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was ist. Oder ob nicht. Hier ist nichts gerade. Was ist das? Da brennt was. Ach, das ist der Weg da hinten rein. Hinterrum. Genau, genau, da will ich ja hin. Perfekt. Weil hier waren wir nämlich nicht. Das will ich mir nochmal fix angucken, was hier ist. Vielleicht ist hier nochmal was Interessantes. Jetzt schon. Ansonsten kommen wir später wieder. Achso, hier geht's weiter. Oh. Okay. Neues Gebiet. Windschrein. Da fliegt was. Ich kann nicht die Kamera ändern. Was ein bisschen gruselig ist. Was ist das da? Da ist ein Typ. Was ist denn mit diesem Typen los? Ich kann ja durch ihn hindurchsehen. Hm? Wer bist du? Wie kann es sein, dass du mich sehen kannst? Ich bin Yatsu. Der hier gebundene Geist und spuke in dieser Gegend. Es ist lange her, seit das letzte Mal jemand hier vorbeigekommen ist. Gebundener Geist Yatsu. Meine Augen haben mir den Dienst versagt. Ich kann nicht mehr sehen. An ihrer Stelle kann ich mit meinem inneren Ohr das wahre Ich einer Person einschätzen. Du scheinst eine wundervolle Jungfer zu sein. Oh, hi. Was könnte dich bloß in den Windschrein gebracht haben? Du musst diesen Ort verlassen, da es nicht mehr ein Schrein der Götter ist. Er ist nun verflucht und wird von einer schrecklichen Kreatur beherrscht. Hier ist kein Ort für eine gute Jungfer wie dich. Gute Jungfer? Spricht er da etwa von dir, Felknoll? Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Was ist das? Es scheint, die Jungfer wird von einem kleinen Wurm begleitet. Wird das Dorf zum Schluss doch noch sein Ende ereilen? Kleiner Wurm? Er sollte damit besser nicht mich meinen. Ich möchte weiter mit dir reden. Der Kamichi-Berg ist der heilige Berg über der Taka-Ebene. Er ist der Ursprung der göttlichen Winde, die einst auf das Dorf runterbliesen und die Monster fernhielten. Aber der Wind hörte auf, als Rothelm den Schrein übernahm. Ohne den göttlichen Wind ist das Dorf den Monstern ausgeliefert. Aber der göttliche Wind war nicht der einzige Verlust, der uns ereilte. Dieser Schrein enthält den Lindwurmkristall. Man sagt, er habe die Macht, den Fluch des achtköpfigen Lindwurms zu brechen. Lindwurmkristall? Warte, das war's doch, wonach dieser Möchtegern-Prophet gesucht hat. Isun, du meinst Wacker. Natürlich weiß niemand, ob er wirklich diese Kräfte hat. Wie auch immer, der Windschrein wird von Rothelm beherrscht. Wir können also nichts tun. Also hier ist aber allerdings auch nichts, wo wir jetzt was machen können. Hm. Mir juckt schon wieder die Nase. Was ist denn heute los? Na gut, dann gehen wir jetzt rüber zu der Möp-Möp-Ebene da, wo Bambus ist. Oder wir gehen nochmal auf die Taka-Ebene und warten, bis Nacht ist und gehen da bei den
Wir gehen hier erstmal kurz buddeln. Buddel, 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 buddel. Und blühen. Sehr gut. Und wenn es Nacht ist, dann, ist es schon Nacht? Ich weiß nicht, ob es Nacht ist. Dann gehen wir nochmal da zu dieser komischen alten Frau hin. Würde ich sagen. Die uns da essen wollte. Wisst ihr noch? So, wupp. Wir wollen erst mehr trinken. Ist hier noch was? Nee, hier ist gar nichts mehr. Okay. Dann laufen wir runter. Was gibt's hier noch Schönes? Hier war nur noch ein Schrein. Und da war irgendwie nichts mehr. Da waren wir auch schon. So, dann laufen wir jetzt einmal wieder zur Taka-Ebene rüber. Njo, 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 njo. High Speed! Tokyo Drift! Hui! Bup. Ich finde schön, dass man keinen Fallschaden kriegt hier in dem Spiel. Dass man auch von weit oben runterfallen kann und trotzdem überlebt. Das finde ich gut. Das finde ich schön. Weil ich tendiere immer dazu, von irgendwelchen Klippen zu fallen und dann zu sterben. Egal in welchem Spiel. Deswegen ist es sehr angenehm, dass Amaterasu das hier überlebt. So, wir laufen jetzt wieder runter. Wird es denn jetzt langsam wieder dunkel oder nicht dunkel? So, das war der Dings, die Quelle, die Meerjungfrauenquelle oder wie das Ding heißt. Ich weiß halt nicht, ob es langsam Nacht wird. Sonst kämpfen wir nochmal. Bisschen Geld und ja, Erfahrung kriegen wir ja nicht, aber halt so ein bisschen Geld. Und mit unserem Spiegel ist das ja kein Problem. Das war's nämlich schon. Achso, es kommt noch mehr. Oh. Two hit. Bisschen Geld. Ja. Weil wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben für den Spiegel, den ich ja gerade hier trage. Und für das Fleisch für die Hunde. Weil ich dachte, dass man die halt wieder füttern muss. Hallo, greif mich an. So, das war auch ein Two-Hit. Die Fischis sind ein bisschen blöder. Aber der ist auch tot. Sehr schön. Gut gemacht. So, jetzt wird mal Nacht hier. Komm. Ich brauche einen Pinselstrich für, oder einen heiligen Pinsel für Nacht. Was steht da oben? Zugbrücke. Und hier müsste dann ja die Ebene sein, die andere. Greif mich an! Die Schriftrollen sind irgendwie nur in der Nacht relativ aggressiv, kann das sein? So. Hier haben wir so einen. Ach, das sind zwei. Einmal die Bombe setzen. Und einmal... Oh, das war falsch. Schneiden. Oh. Habe ich das falsch gemacht? Ich habe immer was falsch gemacht. Alter Schwede, sind die nervig. Vor allem, wenn es zwei sind. So. Schnipp. Und noch einmal draufkloppen. Das war von der Zeit her nicht so schön. Das hätte ich schneller machen können. Aber wie gesagt, zwei sind echt anstrengend zu bekämpfen. Oh, war aber noch gut. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So, ist es jetzt mal langsam Nacht. Werde ich jetzt hier noch Bäume zum Blühen bringen. Das kann ja nicht sein. Zack. Zack.
Ich habe zwar keinen Plan, was das bringt, also ob das irgendwie was Besonderes ist. Also wir kriegen halt dadurch nur Glück. Aber alles mitnehmen. Hätte ich es gesagt gehabt. Das ist der Typ. Oh. Ja, was für ein lecker aussehender Köter du bist. Erst dieser Spatz und jetzt ein Hund. Das wird ja ein richtiges Festmahl. Spatz? Der böse Herr Zungenschneider. Nun dann. Komm schon, Köter. Es ist Essenszeit. Ja, du hast ganz schön Nerven, Köter. Okay, ich bin mal weg. Ich sollte warten, bis es wirklich Nacht ist. Komm, so lange füttern wir den Hund hier. Ein bisschen Fleisch hatte ich ja gekauft. Oh, so süß. Oh, das ist so schön. Ist ein richtig entspannendes Spiel, oder? Ich weiß ja nicht, was ihr so nebenbei macht, wenn ihr meine Videos schaut. Vielleicht esst ihr etwas, vielleicht sitzt ihr auch einfach nur rum, macht irgendwelche Handarbeiten oder so. Weiß man ja alles nicht. Aber ich finde, das ist so ein richtig schönes, entspannendes Spiel. Es ist ein bisschen spannend, vor allen Dingen, als wir da die Ruine besucht haben, das war schön. Aber so auch die Geschichte, die Charaktere sind einfach knuffig. Ach, du bist es, Hündchen. Du bist wieder da. Ich habe die ganze Zeit hier im Untergrund rumgehangen. Aber alleine der Gedanke, dass du kommen und mich besuchen würdest, hat mein Herz erfreut. Nun, das ist nicht so ungewöhnlich. Okay, dann lass uns spielen. Die Mauli-Staubwolken-Formation. Es ist egal, wer gewinnt. Oh Gott. Ich bin zu langsam. Au. Niemand kommt damit durch, den Maulis keinen Respekt zu zollen. Ich bin einfach zu langsam. Okay, jetzt aber. Oh, ich habe was gekriegt. Ah, du hast es echt drauf, Hündchen. Aber das Spiel hat noch gar nicht angefangen. Ah, verkackt. Ich würde gerne mit der Kamera ein bisschen rauszoomen. Kann ich das? Du hast mich geschnappt. Ja, habe ich. Ja, nice. Ah, du kannst manchmal ganz schön hart sein, Hündchen. Auf zur nächsten Runde. Es wird schon langsam dunkel, Freunde. Es wird dunkel. Ja, ich höre es schon. Alter, jetzt sind die aber richtig schnell. Ja, ich würde einfach mal sagen, das ist nicht zu schaffen. Autsch. Du hast noch gar nicht alles aus uns herausgeholt. Nee, habe ich auch nicht. Ich warte einfach mal hier jetzt an dem Loch. Vielleicht kommt der Blaue ja hier hin. Ich glaube, das ist unmöglich, oder? Na, unmöglich sicherlich nicht, aber... Autsch. Wenn wir was sagen, dann meinen wir das auch ernst. Au! Ich stehe mal zu nah dran. Jetzt ist es Nacht. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich muss weg. Jetzt war er da und ich war zu langsam. Okay, ich gehe weg. Keine Lust. Ich muss hier... Ist wahrscheinlich einfach nur für das Schmuckstück, was er da fallen gelassen hat. Am Anfang da die Vase. Aber das ist jetzt erstmal gerade wichtiger. Ich will wissen, was das mit den auf sich hat.
Hey, was machst du hier schon wieder, du Köter? Du hast wirklich Nerven, einfach so in die Häuser von Leuten reinzukommen. Du würdest noch nicht einmal einen vernünftigen Snack abgeben, du dürrer Köter. Mein Mann hat uns ja schon ein leckeres Tier zum Essen gefangen. Wenn es endlich aufhört zu zwitschern, dann können wir endlich loslegen. Hehehe, ich kann es kaum erwarten. Der Mond scheint wieder sehr hell heute Nacht, oder? Mondlicht kann ein wirkliches Ärgernis für uns sein, weißt du? Es scheint uns seltsame Kräfte zu geben und unsere wahre Gestalt zu... Deshalb macht es uns die Sache schwer, ein normales Leben vorzutäuschen. Und wir werden auch in solchen Nächten immer so hungrig. Hehehe. Ah. So. Arg, du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen. Wo kommt denn der Schatten her? Was es auch immer ist, es ist nicht menschlich. Du hast mich also gesehen. Jetzt werde ich dich töten. Ich werde dich auffressen. Los, zeig uns, was ihr drauf habt, ihr Schreckgespenster. Kommt raus und kämpft. Oh je, auch noch doppelt. Das sind Fasane, oder? Nee, nicht ganz. Irgendwas anderes. Und es kann fliegen. Ich hasse es, wenn sie fliegen. Okay. Kann ich ihnen die Flügel abschneiden? Ja. Okay, jetzt ist er grau. Jetzt kann ich ihn schneiden. Ich kann ihn nochmal schneiden. Der eine ist tot. Ihr schneide ich die Flügel ab. Und damit ist er auch grau. Ich kann seine Deckung aufheben. Und damit ist er tot. Sehr schön. Gut gespielt. Und damit habe ich auch keine Tinte mehr. Warum auch immer. Aber das hat gereicht. Und ich habe diesen Ort hier befreit. Oh, wie süß! Zwitscher! Oh, es war so schrecklich, bei diesen Monstern eingesperrt zu sein. Es fühlt sich wunderbar an, wieder frei zu sein. Hab vielen Dank, Hütchen. Lass mich dich streicheln. Oh mein Gott. Mein Name ist June, kostbare Blume des Gasthaus Spatz. Blume der Sasa-Zuflucht, June. Ich sollte besser nach Hause gehen, sonst macht sich mein Papa noch mehr Sorgen um mich. Aber wenn ich alleine gehe, dann fangen mich diese Monster vielleicht wieder. Würdest du mit mir zusammen zu Sasa-Zuflucht gehen, Hündchen? Bah, dieses Kind ist ganz schön anstrengend. Nun gut, bleiben wir ein bisschen bei ihr. Du! Warum, du Kleine? Komm schon, Hündchen, los geht's. Oh, oh mein Gott, das Spiel ist so süß. Alter Schwede, guckt euch das an. Und diese Musik. Oh. Oh. Ich schmelze gerade ein bisschen, das ist ja wundervoll. Oh Gott, ist das toll. Geht weg! Ich habe ein Kind bei mir. Wir können nicht kämpfen. Oh, das ist so wundervoll. Aber die Zuflucht ist geschlossen. Oh, doch nicht. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen zu der Zuflucht in dem nächsten Part. Schaut euch nochmal diesen kleinen Vogel an. Ist das nicht toll? So, einmal hier. So. Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs weiterhin Zuschauen hier bei Okami HD. Ich bin Whitey. Wir sehen uns im nächsten Part. Doch bis dahin. Knutsch, knutsch.